Haben Sie alle ein Mundstück mit Schilfblättchen drin? Und da liegt es nahe, diese Instrumente in einem kleinen Ensemble zusammenzubringen. Das Lézard-Trio macht das, und zwar so erfolgreich, dass es für seine letzte CD demnächst ausgezeichnet wird, und zwar mit diesem Echo-Klassik. Die drei Musiker haben ihre Wurzeln in Saarbrücken. Letzte Woche probten sie im Staatstheater. Das Instrument heißt Musette, Musette de Cour, wurde am Hof Ludwigs des 14. gern gespielt, klingt so schön feierlich. Das Trio Lézard spielt nur Rohrblattinstrumente. In der Musette, dem Dudelsack, stecken drei Instrumente. Und das ist eigentlich eine Oboe, nichts anderes. Was ich hier aus der Spielpfeife rausgezogen habe, das ist fast genau identisch mit dem Rohrblatt, das Stefan auf der Barockoboe drauf hat, auf der modernen Oboe. Die Musik, die mit dem Echo-Klassik geehrt wird, ist ein Hommage an das berühmteste Rohrblatt-Trio der 30er Jahre, das Trio d'Ange de Paris. Humoreske ist typisch für diese französische Musik, dieses Quirlige, dieses Spritzige, dieses Überkandidelte. Das ist in dieser Musik andauernd zu finden. Man darf sich zu dieser Musik knallende Champagnerkorken denken. Radio und Schellackplatte verbreiten aktuelle Unterhaltungsmusik. Die Neoklassik der 30er lebt von Impulsen aus Jazz und Chanson. Das preisgekrönte Album heißt Paris 1937. Paris, damals Welthauptstadt der Künste. Wenn man die Bilder im Kopf hat, diese tanzenden Menschen und dieses, wer was hatte, wer Geld hatte, gab es aus in Nachtclubs. Da hat Django Reinhardt mit seiner Gitarre die Bühnen unsicher gemacht. Da wurde Kunst und Kultur entdeckt. Ich glaube, das war noch der letzte Moment, wo man noch Spaß hatte und wo man noch nicht gemerkt hat, dass es gleich auf den Abgrund zugeht. Fagott, Oboe, Klarinette als Trio war eine französische Erfindung der 20er Jahre mit Höhepunkten in den 30ern. Italienische Ohrwürmer wurden in Frankreich zu Gassenhauern, jeder pfiff mit. Charles Trenet mit J'attendrai, ich werde warten. In Paris wurde das Trio d'Ange, das Holzbläser-Trio, geboren, in Saarbrücken dann besonders gepflegt. Die Frankenzeit an der Saar hallte wieder von französischen Klängen. Wo immer möglich, setzte Frankreich seinen Einfluss durch. Wir haben ja hier in Saarbrücken das Glück, das Trio d'Ange, Oboe, Klarinette, Fagott, seit 1947 quasi immer gespielt wurde. Der SR hat es sehr viel gemacht. Hier am Theater, wo wir heute hier proben, wurde auch Trio d'Ange gespielt. Vor 25 Jahren haben die drei Musiker in Saarbrücken angefangen, sind Freunde geblieben. Das ist als pure Spielfreude hörbar. Der Echo-Klassik betont nicht nur den Spielwitz, das Trio Lézard sorgt dafür, dass die Tradition des Holzbläser-Trios lebt.